Jawohl, herzlichen Dank. Ah, jetzt geht's. Herzlichen Dank, Matthias. Und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Lieber Herr Professor Thomsen, lieber Herr Krach, dear Professor Friend, liebe Kollegen, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle so zahlreich heute erschienen sind, trotz des schlechten Wetters hierher gefunden haben. Wunderbar. Herr Krach hat es richtig erwähnt, es ist genau ein Jahr her, ich habe sogar nachgeguckt, 16.20 Uhr am 27.09.2018 kam es zur Entscheidung. Können Sie sich vorstellen, also vor einem Jahr und ein paar Stunden waren wir alle schwerst am Schwitzen und Zittern. Und deshalb bin ich jetzt wirklich richtig, richtig glücklich, dass ich hier stehen kann, also dass die Entscheidung natürlich positiv war und dass ich jetzt hier stehen kann und Ihnen in der nächsten halben Stunde ein bisschen erzählen darf, was wir eigentlich vorhaben in den nächsten 7 Jahren in unserem Cluster. Gut, Sie können sehr einfach am Titel des Einstein-Zentrums für Katalyse oder dem Titel unseres Clusters natürlich erkennen oder auch am Titel meines Vortrags. Es geht also um Katalyse. Schön. Wir wollen also die Katalyse sogar revolutionieren, wie Matthias eben schon richtig sagte. Frage ist natürlich erstens, warum wollen wir das eigentlich tun? Und die zweite Frage ist, wie wollen wir das machen? Gehen wir erstmal auf die erste Frage, warum überhaupt? Vielleicht stelle ich Ihnen zuerst eine Frage. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten ein bisschen Geld übrig oder vielleicht sogar etwas mehr als nur ein bisschen Geld. Und Sie sagen sich, das Geld möchte ich gerne was Gutes damit tun für die Menschheit und ich möchte es gerne in die Forschung investieren, was ich übrigens für eine hervorragende Idee hielte. Also sollte sich jemand angesprochen fühlen, kommen Sie nachher mal zu mir, nach der Veranstaltung. Für die anderen sage ich mal hypothetisch, Sie hätten also Geld übrig und Sie sagen sich, Mensch, hier in Berlin und in Potsdam gibt es doch dieses große Team von klugen oder zumindest klug aussehenden Chemikern und Biologen und Physikern und Ingenieuren. Lass denen doch mal das Geld geben und dann sehen, was sie damit anstellen. Jetzt sind Sie ja dann der Chef und dürfen sagen, welches Thema sollen denn die Leute jetzt 7 Jahre lang bearbeiten? Denken Sie mal drüber nach, was wäre das Erste, was Ihnen so einfällt? Wir haben heute Freitag, es wurde schon gesagt, Friday for Future. Ich nehme ganz stark an, ganz oben auf dem Zettel stände bei den meisten, den Klimawandel verhindern. Einige sind vielleicht dann etwas präziser und sagen, Treibhausgase reduzieren oder erneuerbare Energien erforschen. Oder Mobilität abgasfrei machen, die Ökonomie natur- und ressourcenschonend machen, unsere Abhängigkeit von fossilen Ressourcen vermindern und so weiter und so fort. Also das sind natürlich alles richtig tolle Ziele. Ja, das hätten wir vielleicht machen sollen. Aber wir haben uns dafür entschieden, hey, wir revolutionieren die Katalyse. Ich bin ziemlich überzeugt, auf keinem Ihrer Zettel hätte das gestanden, außer vielleicht von meinen Kollegen. So, wie kommen wir denn auf diese Idee, dass das auch was Nützliches sein könnte? Sie wissen ja, also, oder ich sage es Ihnen jetzt, so richtig innovativ klingt das, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass wir jetzt an Katalyse weiterarbeiten wollen. Also das Konzept der Katalyse ist 150 Jahre ungefähr alt. Inzwischen gab es mindestens 15 Nobelpreise, die direkt für katalytische Prozesse vergeben wurden. Also wie gesagt, das ist ein intensiv erforschtes Thema. Schauen wir mal. Bevor ich das ein bisschen auflösen möchte, müssen wir natürlich erstmal verstehen, was ist denn Katalyse? Das möchte ich Ihnen kurz zeigen und das kann man eben prima an chemischen Reaktionen zeigen. Hier sehen Sie die sogenannte Knallgasreaktion, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Das ist eine Reaktion, von der wir erwarten würden, dass sie sehr schnell und sehr freiwillig abläuft, weil der Energieinhalt von Wasserstoff und Sauerstoff ist höher als der von Wasser. Das heißt, das ist das, was wir erwarten würden. Wenn wir Wasserstoff und Sauerstoff zusammengeben, sollte Energie frei werden und sich Wasser bilden. In dem Ballon ist Wasserstoff und Sauerstoff. Dann schauen wir doch mal. Ja. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Weil, ich kann es Ihnen sagen, wir könnten jetzt hier noch Stunden zuschauen und auch Tage und auch Wochen und gar nichts würde passieren. Warum ist das denn so?
weil eben dieser Reaktionspfad, der hier gezeigt ist, nicht ganz der Realität entspricht. Was wir tun müssen, um Wasser zu bilden, ist zuerst die Bindung im Wasserstoff und im Sauerstoff aufzuspalten. Und dazu brauchen wir zunächst Energie. Das heißt, der Weg, den tatsächlich diese Reaktion gehen muss, ist erstmal über einen Gipfel herüber. Das heißt, zuerst müssen wir Energie reinstecken und dann kriegen wir Energie raus. Und das zeigen wir mal kurz, dass das auch so stimmt. Okay, die Erfahrenen unter uns halten sich die Ohren zu. Die Mutigen brauchen das nicht. Ich tue es auch nicht, komm. Vielen Dank. Also ich teste kurz, meine Haare und Augenbrauen sind noch dran. Das ist schön. Aber Sie sehen, also, was muss ich tun, damit die Reaktion überhaupt erst in Gang kommt? Ich muss also eine Aktivierungsenergie aufbringen. Diese Aktivierungsenergie kann ich entweder thermisch aufbringen, das kostet mich also wieder Energie, das war jetzt die Kerzenflamme, die Sie gesehen haben, oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die Reaktion einfach und bei niedrigeren Temperaturen durchzuführen, und das ist eben die Katalyse. Das heißt, wenn ich einen Katalysator zugebe, dann passiert das Folgende, der hilft mir, dass der Wasserstoff und der Sauerstoff, dass die Bindung leichter gespalten werden und der besser zusammenkommt. Das heißt, dieser Gipfel, über den die Reaktion klettern muss, ist einfach nicht mehr so hoch. Die Aktivierungsenergie wird also verringert. Das ist das, was der Katalysator eigentlich macht. Dafür gibt es viele, viele praktische Bedeutungen, da kommen wir noch zu. In diesem Fall zum Beispiel, wenn wir eines Tages mit einer Brennstoffzelle unsere Autos bestücken wollen, das heißt, wenn wir Wasserstoff als Treibstoff verwenden wollen. Zwei Möglichkeiten, Sie füllen Wasserstoff in Ihren Tank, dann können Sie den entweder ohne Katalysator anzünden, wäre eine super Beschleunigung, die Sie bekommen, aber Sie haben nur sehr kurz etwas davon. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, die Sie unten sehen. Mit Ihrem Katalysator können Sie den Wasserstoff und den Sauerstoff bei Raumtemperatur kontrolliert zur Reaktion bringen, Strom erzeugen und damit Ihren Wagen antreiben. Das ist natürlich das, was wir eigentlich wollen. Also nur noch mal zusammengefasst, wie gesagt, Katalyseforschung ist relativ alt. Der erste Nobelpreis ist 110 Jahre her für Wilhelm Ostwald, der die Definition geprägt hat, die auch heute noch gültig ist. Ein Katalysator ist also ein Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt, ohne das Gleichgewicht zu verschieben. Also diese beiden Energien bleiben natürlich gleich. Und, das ist sehr, sehr wichtig, eben nicht konsumiert wird, also nicht verändert wird während der Reaktion und auch nicht aufgebraucht wird. Er geht also aus der Reaktion unverändert wieder hervor, so wie wir ihn reingesteckt haben. Und das bedeutet natürlich, dass dieser Katalysator solche chemischen Reaktionen immer und immer wieder katalysieren kann. Deshalb brauchen wir auch nur sehr kleine Menge, um sehr viel Stoff oder Produkt zu erhalten. Das ist natürlich hervorragend. Ich mag ganz besonders gern das hier. Wenn Sie auf das chinesische Symbol für Katalysator schauen, dann könnten Sie das auch übersetzen mit Heiratsvermittler. Das passt irgendwie ganz gut. Also zwei Teile, die eigentlich gut zusammenpassen würden, kommen nicht richtig zusammen, aber der Heiratsvermittler, der bringt eben die ganze zusammen und dann wird die Ehe hoffentlich sehr glücklich. Und das kann er natürlich dann immer wieder tun, weil er unverändert daraus hervorgeht. Was ist ein Katalysator oder wie kann so ein Katalysator aussehen? Hier sehen Sie nur so einen grauen Balken. Ja, es gibt natürlich ganz verschiedene Katalysatoren. Das können Feststoffe sein, das können Moleküle sein, das können aber auch Biomoleküle sein. Also auch, wir werden das nachher sehen, in der Natur gibt es natürlich Katalyse. Das war lange so, dass eigentlich diese drei Disziplinen, die heterogene, die homogene und die Biokatalyse, über Jahrzehnte lang von ganz bestimmten Forschern bearbeitet wurden. Also links, das haben die Biologen gemacht, von Ihnen aus gesehen rechts natürlich. Das waren die Biologen und die Festkörper haben die anorganischen Chemiker gemacht und in der Mitte vielleicht die organischen Chemiker und die Metallorganiker. Das haben wir zum Glück überwunden, sage ich mal. Also die Folie schmeißen wir mal weg. Das möchten wir nicht mehr. Sie haben es vorhin gehört, Matthias hat darüber erzählt. Wir hatten natürlich schon einen Exzellenzcluster davor, unseren Exzellenzcluster UniCAT, Unifying Concepts in Catalysis. Und genau da haben wir eben gesagt, diese Grenzen wollen wir eigentlich sprengen. Das möchten wir nicht mehr, dass irgendwie Biologen nicht mit Chemikern reden und Physiker nicht mit Ingenieuren, sondern wir wollen eben, es ist am Ende Katalyse. Und es ist doch egal, ob das jetzt ein Festkörper oder ein Enzym ist. Was uns interessiert hat, war, welche Gemeinsamkeiten und nicht welche Unterschiede finden wir denn in diesen verschiedenen Katalysatoren. Und wir haben ganz viele gefunden. Und was ganz besonders wichtig war, ist, dass wir dann auch in den 10 Jahren, sage ich mal, gelernt haben, eine gemeinsame Sprache einfach zu sprechen, auch zwischen den Fachdisziplinen. Und Sie werden sehen, für uns, unser Vorhaben, was wir jetzt eben in den nächsten 7 Jahren tun wollen, wird das von ganz ungeheurer Wichtigkeit sein. So, aber lassen wir uns nochmal zurückgehen.
Also ich hatte Ihnen jetzt gesagt, okay, Katalyse haben wir gesehen, toll, wenn wir eine Brennstoffzelle mal eines Tages betreiben wollen. Jeder kennt den Autoabgaskatalysator, ist auch eine wichtige Erfindung. Ist Katalyse sonst noch für irgendetwas gut? Ja, selbstverständlich. Also Katalyse ist eine Schlüsseltechnologie. Schauen Sie sich mal diese Zahlen an. 85% aller Produkte aus der chemischen Industrie werden durch katalytische Prozesse hergestellt. Wenn Sie das mal hochrechnen, wo diese Produkte überall hingehen, dann können Sie sehen, dass 20-30% des weltweiten Bruttoinlandprodukts durch katalytische Prozesse generiert werden. So eine Wertschöpfung ist das. Wir reden hier über 20 Billionen Euro im Jahr. Das heißt also, das ist tatsächlich eine unglaublich wichtige Technologiekatalyse. Aber Moment mal, jetzt habe ich ein Problem. Das wird ja eigentlich immer schlimmer, was ich Ihnen hier gerade erzähle. Jetzt habe ich gesagt, Katalyse wird seit 150 Jahren intensiv erforscht. Jetzt sage ich Ihnen, die Industrie nutzt auch Katalysen schon seit vielen, vielen Jahren und man kann auch noch fürchterlich viel Geld damit verdienen. Ah, ist doch alles Paletti. Warum denken wir denn jetzt, dass wir noch mehr an Katalyse forschen müssen? Und das kann ich Ihnen, glaube ich, relativ schnell zeigen mit zwei weiteren Zahlen. Weil gerade, weil es so eine wichtige Technologie ist, ist es eben auch so, dass 80% des Energieverbrauchs der chemischen Industrie und 25% der Treibhausgasemissionen durch katalytische Prozesse verursacht werden. Und das sind riesige Zahlen. Ja? Also der Energieverbrauch, kann man ungefähr sagen, 10% des Energieverbrauchs in Deutschland geht alleine in katalytische Prozesse. Wenn Sie das schaffen würden, diese Zahlen zu minimieren, dann sind wir bei ungefähr derselben Skalierung, wie wenn Sie sozusagen über das, was wir immer sprechen, ja, Autos abgasfrei machen. Das sind also tatsächlich richtig große Zahlen. So, jetzt können vielleicht einige sagen, haha, die chemische Industrie also wieder. Das hatten wir uns ja gedacht. Zeigen wir mit dem Finger drauf und außerdem, die Lösung ist doch dann ganz einfach. Dann soll einfach die chemische Industrie, hier vorne sitzen einige Vertreter, einfach aufhören zu produzieren. Ja, wir lernen doch in der Werbung, dass Produkte ohne Chemie eigentlich viel besser sind für uns, oder? Ah, nicht ganz. Also wenn Sie was für die Umwelt tun wollen, schaffen Sie Ihr Auto ab. Das wird ein bisschen unbequemer, wenn Sie den Kasten Wasser in der U-Bahn transportieren müssen, aber sonst ändert sich nicht viel in Ihrem Leben. Diese Produkte, über die wir hier reden, das sind Düngemittel, das sind Medikamente, das sind Textilien, das sind Farbstoffe, das sind Konservierungsmittel, das sind Waschmittel, Seifen, Klebstoffe, Komponenten für die Automobilindustrie, Komponenten für die Elektronikindustrie, Komponenten für Lebensmittel und so weiter und so fort. Also wenn wir der chemischen Industrie jetzt sagen, lass das doch bitte, dann sind wir 1, 2, 3 zurück im Mittelalter. Das ist kein Weg, den Sie wollen. Da bin ich mir ganz sicher. Das heißt also, wir müssen diese Produkte einfach weiter produzieren. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist eben, wir müssen diese Prozesse einfach energieschonender machen beziehungsweise viel, viel effizienter. Das versucht die Industrie. Klar, Energie kostet auch Geld, Prozesse zu optimieren. Wir wollen das natürlich ein bisschen anders machen. Wir haben auch den Luxus als Grundlagenforscher, dass wir eben wirklich sagen können, wir wollen nicht Katalyse optimieren, wir wollen Katalyse revolutionieren. Wir wollen Katalyse ganz anders machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht denn das? Wie wollen wir das machen? Und da zeige ich Ihnen nur noch einmal, versprochen, das letzte Mal dieses Bild. Das hatten wir vorhin gesagt, so funktioniert eine Katalyse A und B wird zu einem Produkt P. Mit einem Katalysator. Wenn ich dieses Bild so mir anschaue, dann würde ich sagen, okay, die einzige Möglichkeit, was zu verbessern ist, ich mache halt einen besseren Katalysator, minimiere die Aktivierungsenergie und dann geht es weiter zum nächsten Prozess, oder? Jetzt ist es leider so, dass, was wir hier sehen, eine ganz, ganz starke Vereinfachung einer chemischen Reaktion sind. Das heißt, chemische Reaktionen sind meistens deutlich, deutlich komplexer als das, was wir hier auf dieser Folie sehen. Auch hier gucken wir uns noch mal ein Beispiel an. Auch die Reaktion sieht doch super einfach aus, oder? Das ist jetzt Wasserstoffperoxid, wird oder zerfällt zu Sauerstoff und Wasser. Auch nicht so kompliziert. Auch das wäre übrigens eine Reaktion, die normalerweise freiwillig ablaufen soll. Sie tut es nicht. Richtig geraten, mit einem Katalysator funktioniert es. Hier haben wir ein bisschen komplizierteren Katalysator ausgewählt für unseren Versuch, aber wenn ich mir diese Reaktion jetzt wirklich mal anschauen würde und alle Nebenschritte, Seitenketten oder Seitenschritte sozusagen mir mal angucken würde, dann sähe die Reaktion eigentlich so aus. Und auch das ist noch eine Vereinfachung. Insgesamt kann man 30 Nebenreaktionen für diese chemische Reaktion formulieren. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht alles im Detail erklären. Ich weiß ja, wir haben auch ein paar Schüler hier und die möchte ich nicht fürs Chemiestudium verlieren.
Nein, liebe Schüler, sowas müssen Sie im Chemiestudium nicht auswendig lernen. Ja? Also studieren Sie Chemie. Macht sehr viel Spaß. Was ich nur sagen möchte, ist, was hier eben passiert, vielleicht sehen Sie es dort und dort, also in ein, zwei Nebenreaktionen entsteht Jod oder wird auch verbraucht. Und dieses Jod können wir nachweisen. Normalerweise würden wir diese ganzen Nebenreaktionen überhaupt nicht sehen. Das Einzige, was wir sehen, das sehen Sie auf der rechten Seite, ist, dass da irgendwas blubbert. Das ist der Sauerstoff, der da rauskommt. Aber das können wir jetzt sichtbar machen, nämlich durch die Jodstärkereaktion. Und damit schweige ich jetzt kurz und lasse Sie mal genießen eine komplexe chemische Reaktion bei der Arbeit. Bitte schön. Thank you.
Ja, eine komplexe Reaktion. Ganz vielen Dank an Stefan Schutte übrigens, der alle Experimente hier vorbereitet und mir hilft. Nicht, dass ich das nachher vergesse, das wäre mir peinlich. Gut, also Sie haben gesehen, manche chemischen Reaktionen sind tatsächlich sehr, sehr komplex. Konnte man jetzt hier sehr schön sehen. Wen es interessiert, das ist die Prix-Rauscher-Reaktion. Können Sie mal googeln, das ist eine oszillierende Reaktion, deshalb geht da die Reaktion hin und her. Aber man kann, glaube ich, sehr schön zeigen, wie komplex chemische Reaktionen sein können. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das die Ausnahme oder ist das sogar die Regel, dass chemische Reaktionen so komplex sind? Tatsächlich Letzteres. Während Sie hier sitzen, laufen in Ihrem Körper Billionen von chemischen Reaktionen ab, pro Sekunde. Und ich habe mich nicht in ein paar Nullern vertan. Und all diese Reaktionen in der Natur kann man auch darstellen mit sehr, sehr komplexen Reaktionsnetzwerken. Und es ist unglaublich, wie die Natur es schafft, solche komplexen Reaktionsnetzwerke, die eben repräsentiert werden von Elementarschritten, katalysiert, unkatalysiert, nebeneinander, also parallel ablaufend, hintereinander ablaufend, gesteuert durch Massen- und Energietransfer. Und das alles wird in der Natur kontrolliert in kleinen Compartments, also in kleinen abgeschlossenen Räumen, wie eben den Zellen. Das ist fantastisch, das würden wir gerne können. Wie sieht das aus, wenn wir chemische Katalyse machen? Gucken wir uns mal eine Reaktion an, die ungefähr so kompliziert ist wie zwei Schritte in diesem ganzen Reaktionsnetzwerk. Nämlich die Synthese von Acrylsäure ist das. Wobei ich da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen möchte. Ich möchte nur sagen, das sind zwei Schritte. Propylen wird oxidiert und nochmal oxidiert. Dafür brauche ich schon zwei unterschiedliche Katalysatoren und das ist schon zu viel für uns. Deshalb müssen wir diese Reaktion in zwei unterschiedlichen Reaktoren durchführen. Das heißt, wir müssen wieder Chemikalien von Reaktor zu Reaktor transportieren. Die Selektivität ist nicht besonders gut. Das heißt, wir brauchen auch noch Energie. Aufwendige Trennverfahren und Aufreinigungsverfahren, also alles, was Sie hier sehen, sind die Aufreinigungseinheiten und Trenneinheiten für den Prozess. Und am Ende, vielleicht können Sie es lesen, kommt trotzdem noch eine ganze Menge Waste, also Abfall aus dieser Reaktion heraus. Trotzdem, vielleicht nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, also wenn Sie sagen Acrylsäure, na das brauche ich jetzt wirklich nicht, habe ich noch nie gekauft im Supermarkt. Okay, die jungen Eltern werden widersprechen. Aus Acrylsäure wird Polyacrylsäure gemacht, das ist der Superabsorber, der in Babywindeln drin ist. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, echt gute Erfindung. Ja? Nicht abschaffen. So, aber was Sie eben sehen, ist natürlich, die Natur kann das, komplexe Reaktionsnetzwerke kontrollieren, wir können es nicht besonders gut. Und wir verstehen leider auch nicht genau, wie die Natur das macht. Oder um einen Kollegen aus Berlin zu zitieren, einige haben ihn erkannt, das ist Gerhard Ertel, der Nobelpreisträger für Chemie aus dem Jahr 2007 aus Berlin, lange Zeit Direktor am Fritz-Haber-Institut und auch Honorarprofessor an allen drei Universitäten in Berlin. Und der sagte dazu, das lese ich kurz ab, ich möchte Herrn Ertel nicht falsch zitieren, das Zusammenwirken der verschiedenen einzelnen Prozesse in einer Zelle funktioniert unglaublich effizient, aber wir wissen noch nicht, warum und wie. In dieser Kopplung von Prozessen liegen die wesentlichen und spannendsten Fragen der Zukunft. Das glauben wir auch. Und außerdem widersprechen wir Herrn Ertel natürlich auch nicht. Das heißt, wo wir hinwollen in unserem Cluster, ist das Folgende. Wir wollen also den Fokus wegrichten von den einzelnen Elementarschritten oder den einzelnen Elementarreaktionen, was die Katalyseforschung relativ lange genau so gemacht hat, und hingehen und uns komplexe Reaktionsnetzwerke genauer anschauen und versuchen, diese zu kontrollieren, indem wir eben chemische und biologische Katalysatoren in katalytische Systeme vereinen. Und was Sie eigentlich auf der Folie sehen, jetzt ist es noch schematisch dargestellt, wäre natürlich wirklich der Traum für die Katalyse der Zukunft. Also stellen Sie sich mal vor, statt jetzt von einem Reaktor zum anderen Chemikalien zu transportieren und viel Energie zu verbrauchen für Trennung und Aufreinigung, hätten Sie die Möglichkeit, alles in einem Compartment, also in einem Reaktor zu tun, wo Sie oben sozusagen das Edukt hereinstecken, wo Sie kontrollieren können, vielleicht mit Licht, vielleicht mit Strom, wie sozusagen dieses Produkt in verschiedene Zwischenschritte umgewandelt wird, sodass Sie am Ende eben nur das reine Produkt, was Sie wirklich wollen, auch erhalten können, ohne dass Sie Abfall produzieren. Das wäre natürlich wirklich super, aber das klingt natürlich auch wie eine sehr große Herausforderung.
Wir sind natürlich optimistisch, weil, wie gesagt, die Natur hat es uns ja vorgemacht. Es muss ja funktionieren, die Natur schafft das auch. Das heißt, deshalb hat unsere Forschung auch so zwei Wege, die hier durch die Pfeiler angedeutet sind. Zum einen versuchen wir natürlich zu verstehen, wie die Natur es überhaupt schafft, diese komplexen Reaktionsnetzwerke zu kontrollieren. Dazu müssen wir vielleicht die Komplexität von Zellen ein bisschen verringern, um da besser Verständnis dafür zu bekommen. Gleichzeitig werden wir auch versuchen, von einfacheren zu immer komplexeren Systemen hinzugehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das dann chemisch? Also, wie legen wir denn jetzt los? Viel zeichnen und ein paar Kugeln zeichnen kann man natürlich immer. Die Frage, die wir uns gestellt hatten, war die erste Frage, welche Parameter, die wir beeinflussen können, sind denn vermutlich verantwortlich dafür, dass Prozesse gekoppelt werden können oder miteinander vereinfachen können? Und ein relativ einfacher Parameter, der vielleicht auf der Hand liegt, ist, wenn Sie sich mal diese Kugeln angucken, ist wahrscheinlich der Abstand von katalytischen Zentren. Und diesen Abstand, den können wir kontrollieren. Und das gucken wir uns mal an in einem kleinen Film, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben zwei katalytische Zentren, eins ist rot und eins ist grün. Wenn die zusammen Katalyse machen sollen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel, wir schmeißen einfach die beiden katalytischen Zentren in eine Lösung, sagen wir mal, es ist ein Metallion oder ein Metallsalz. Und unser Problem wird eben sein, dass sich natürlich diese Ionen dann in der Lösung bewegen, ihren Abstand ständig verändern und wir deshalb nicht besonders viel Kontrolle natürlich über die katalytischen Zentren haben. Mit ein bisschen Glück klappt es trotzdem und da passiert eine Katalyse an dem einen Zentrum und an dem anderen Zentrum. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Produkt wirklich gebildet wird, was wir eigentlich wollen. Gehen wir mal davon aus, wir hätten gerne, dass beide katalytische Zentren auf die Edukte wirken und ein bestimmtes Produkt herstellen können. Dann wird das in diesem Fall so nicht klappen, weil es uns eben nicht gelingt, diese katalytischen Zentren genau in den Abstand zu bringen, in dem wir das gerne wollen. Es gibt aber eine Möglichkeit, oder wir denken, es gibt eine Möglichkeit, und das wäre, dass wir so eine Klammer einführen. Vielleicht können wir die Klammer sogar irgendwie variieren, dass wir den Abstand der beiden Kugeln eben auch variieren können zueinander. Gut, hier machen wir kurz Stopp und müssen jetzt wenigstens für die Chemiker einmal zeigen, kann ich so eine Klammer mit Kugeln, also so ein Katalysator bauen? Aber wir glauben, das geht. So könnte der zum Beispiel aussehen. Hier sehen Sie die beiden Metallionen, die eben an Liganden koordiniert sind. Und diese beiden Liganden sind durch einen Abstandshalter voneinander getrennt. Und wenn ich diesen Abstandshalter variiere, dann sollte es mir tatsächlich auch gelingen, den Abstand der Kugeln, also meiner katalytischen Zentren voneinander, wirklich im atomaren Größenbereich voneinander oder zu variieren. So ungefähr würde das aussehen und unser Wunsch ist dann natürlich, dass wirklich jetzt die katalytischen Zentren zusammenwirken können und eben ein völlig neues Produkt selektiv herstellen. Ist das die einzige Kontrolle, die wir haben? Also wir denken, dass der Abstand von katalytischen Zentren wirklich sehr wichtig ist, aber es gibt natürlich noch andere Dinge. Zum Beispiel muss natürlich das Substrat auch wirklich an das katalytische Zentrum auch herankommen. Beziehungsweise andersrum gesagt, wir wollen ja keine Auftrennverfahren oder sonst irgendwas machen. Und wenn wir dann einen natürlichen Stoffstrom haben, können wir damit davon ausgehen, dass da mehrere verschiedene Edukte, Reaktanten in der Lösung sind. Wie können wir es denn machen, dass möglichst nur die Edukte, die wir wollen, an das katalytische Zentrum herankommen und nichts anderes? Da können wir eventuell eine Hülle um dieses Katalysezentrum herumbauen. Und auch das ist chemisch möglich. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eben so ein metallorganisches oder organisches Gerüstmaterial verwendet, in dem man Porengrößen genau einstellen kann und Porenpolarität und damit eben den Stofftransport hin und weg vom katalytischen Zentrum kontrollieren kann. Hier haben wir also einige Substrate, die wir nicht wollen, die vielleicht unseren Katalysator vergiften oder ein Produkt machen würden, was wir nicht wollen. Und da kommen unsere Edukte dann angeflogen, können eben durch diese Poren ans katalytische Zentrum heran und dann eben weiter selektiv umgesetzt werden. Jetzt mögen einige unserer Freunde aus der Biochemie oder Biologie sagen, ein Katalysator, bei dem ich zwei oder mehr Metallzentren habe, wo der Abstand durch Liganden kontrolliert sind und die umhüllt sind von einer Hülle, die eben den Transport von Stoffen hin und weg zum katalytischen Zentrum kontrolliert. Das kenne ich doch irgendwoher. Ja, na klar, die Motivation kommt eben aus der Natur. Genauso funktionieren Enzyme, dass sich eben Metallzentren haben, die durch eine Proteinhülle umschlossen sind. Und diese Proteinhülle kann eben dazu führen, dass dann wirklich der Transport zum katalytischen Zentrum hin geregelt ist. So sieht ein solches Enzym aus. Diesmal möchte ich gerne dazu sagen, das ist jetzt nicht mehr die Fantasie eines Grafikers. Das ist ein Modell, was wirklich aus einer kryoelektronenmikroskopischen
Messung entstanden ist mit einer atomaren Auflösung. Das kommt von Petra Wendler von der Uni Potsdam, die natürlich Mitglied in unserem Team ist. Solche Messungen werden natürlich absolut dazu helfen, das Verständnis von Enzymen in unserem Cluster weiter voranzubringen. Und lassen Sie mich kurz eins sagen, werden wir uns die Struktur so angucken. Wenn Sie denken, dass Wissenschaftler immer rational und kalt sozusagen auf ihre Ergebnisse schauen und sofort über Struktur-Funktionsbeziehungen nachdenken, stimmt gar nicht. Manchmal finden wir Dinge auch einfach nur schön, dass da zum Beispiel, könnte ich stundenlang zugucken. Trotzdem ist es natürlich so, wir sehen auch hier in der Struktur, also die Natur hatte natürlich 3,5 Milliarden Jahren Zeit, durch die Evolution solche Katalysatoren zu optimieren. Das wird ein bisschen eng für uns in 7 Jahren, da hinterher zu kommen, oder? Aber wie gesagt, vielleicht müssen wir das auch gar nicht so sehr. Hier zum Beispiel mal ein Beispiel. Das ist noch ein Enzym, was Sie in der Natur überall finden. Das ist das Photosystem 2, Teil des Photosyntheseapparats. Das ist der Apparat, der aus CO2 und Wasser und Sonnenlicht Bäume wachsen lässt, also Kohlenhydrate macht. Dieses Enzym hat einen Mangancluster als katalytisch aktives Zentrum. Wie gesagt, jetzt könnten wir sagen, okay, besser wird es nicht gehen, als die Natur das gemacht hat, aber eine Restriktion hatte die Natur oder die Evolution eben doch, muss man sagen. Und zwar musste natürlich, wenn jede Pflanze hat eben dieses Photosystem, überall sitzen diese Enzyme drin, das heißt, dieses Metall, was ausgewählt wurde, musste auch in großen Mengen verfügbar sein. Mangan ist das dritthäufigste Übergangsmetall, also gehen Sie mal raus, nehmen Sie ein bisschen Erde in die Hand, schon haben Sie Ihr Mangan. Das heißt, die Natur musste eventuell auch eine Alternative finden zwischen Funktion und Verfügbarkeit. Und diese Restriktion haben wir natürlich nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel zu sehen, wie wir chemische und biologische Systeme auch vereinen wollen in unserem Cluster. Das heißt, die Idee ist, aus dem Enzym das Mangan herauszunehmen und in die Lücke eben eins der 95 anderen Metalle zu geben. Zum Beispiel eben einen synthetisierten Komplex. Und dann werden wir sehen, ob das Enzym seine Eigenschaft, seine Effizienz ändert, ob sie vielleicht verbessert, völlig neue Aktivitäten entstehen. Also wie gesagt, hier ist so ein bisschen die Idee dabei zu sagen, wie hätte die Evolution Enzyme gestaltet, wenn die Erde anders aussehen würde und vor allem die Zusammensetzung der Metalle auf der Erde. Hier ist noch ein wichtiger Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte und den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, der aber ungeheuer wichtig sein wird in unserem Cluster. Wir wollen nicht thermisch anregen. Thermisch anregen bedeutet, dass wir fossile Ressourcen, also heizen müssen. Das möchten wir nicht. Wir möchten eigentlich alle unsere Energie, wenn wir sie zufügen, zum Beispiel über Lichtenergie zufügen. Und das ist natürlich ein ganz spannender Komplex. Wie können wir denn Lichtenergie speichern? Vielleicht wissen Sie das alle, wir haben gar kein Energieproblem. Das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Die Energie, also Energie haben wir genug. Also die Energie, die von der Sonne, vielleicht nicht gerade heute, in einer Stunde auf die Erde scheint, reicht aus, um den Energiebedarf der Menschheit für ein Jahr zu befriedigen. Das heißt, das ist nicht unser Problem. Wir haben eigentlich ein Energieumwandlungsproblem und ein Energiespeicherungsproblem. Das heißt, wie können wir Sonnenlicht wirklich für lange Zeit speichern? Und da ist eben die Idee, das in chemischen Speichern zu tun. Bevor ich dazu weitergehe, wollen wir mal ganz kurz ein Experiment noch machen, was uns so ein bisschen verdeutlicht, chemische Energie und Umwandlung in Lichtenergie. Bitte schön. Thank you.
wir hier gemacht haben, ist natürlich eigentlich das Umgedrehte. Das heißt, diesmal haben wir chemische Energie in Lichtenergie umgewandelt. Das ist Luminol, also ein Stoff, der, wenn er mit Wasserstoffperoxid zusammengegeben wird und, Sie raten richtig, einem Katalysator eben seine Energie in Licht abstrahlt. Was hier spannend ist, ist eben, das tut er mit blauem Licht. Blaues Licht hat eine hohe Frequenz, kurze Wellenlänge, das heißt hohe Energie. Und wenn wir das dann mit Farbstoffen zusammengeben, mit Fluoreszenzfarbstoffen, dann kann eben das blaue Licht grünes, rotes oder gelbes Licht anregen. Übrigens ganz kurz dazu gesagt, wer gerne Krimis mag, der hat dieses blaue Leuchten vielleicht schon mal gesehen. Das ist tatsächlich die Funktion, die ich gerade gesagt habe, bei Spurensicherern. Das heißt, wenn Sie in einem Krimi mal gesehen haben, Wattestäbchen, oh, eine Flüssigkeit, man geht drauf und wenn es leuchtet, dann ist das Blut. Das ist genau dieses Experiment eigentlich. Also Luminol und im Blut ist eben Eisen drin und Eisen ist der Katalysator, um diese chemische Reaktion zu starten. Damit kann man also auch kleinste Spuren, weil wie gesagt, Katalyse brauchen wir nicht viel, davon nachweisen. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, was wir eigentlich machen möchten, ist natürlich die Sonnenenergie in chemischer Energie speichern, eventuell genauso wie die Photosynthese das eben kann. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel, das heißt, wir würden gerne CO2 mit Wasser und Sonnenlicht am besten natürlich in Treibstoff verwandeln. Den könnten wir tanken, da würde zwar wieder CO2 entstehen, aber dann würden wir wirklich CO2-neutral Auto fahren können. Das wäre natürlich super. Was man hierfür braucht, ist eben wieder ein Katalysator natürlich, der unsere Aktivierungsenergie heruntersetzt. Aber wir hatten ja gesagt, das Gleichgewicht bleibt natürlich gleich. Das heißt, wir müssen natürlich trotzdem den Berg nach oben gehen und das Gleichgewicht verschieben. Und das kann man eben schaffen mit einem sogenannten Photokatalysator bzw. Photosensibilisator oder einem Lichtsammler, wenn man möchte. Hier könnten wir nochmal unseren chemischen Katalysator von vorhin sehen, wenn wir jetzt dieses Netzwerk, was es umschließt, so variieren, dass da eben zum Beispiel Farbstoffe drin sitzen, dann könnten die eben Sonnenlicht absorbieren und ihre Energie an das katalytische Zentrum weiterleiten und dann eben eine solche photokatalytische Reaktion ermöglichen. Und als allerletztes Beispiel, jetzt hatten wir die chemische Systeme gesehen, wir hatten ein chemisch-biologisches System gesehen, möchte ich Ihnen noch ein rein biologisches System zeigen, womit wir eine solche Reaktion eventuell ermöglichen können. Das ist wieder ein Enzym, das ist eine Formia-Dehydrogenase, Name erstmal egal. Was die eben kann, ist tatsächlich diese Reaktion, CO2 in einen Treibstoff in Formiat umwandeln. Jetzt ist es natürlich so, dass, wie gesagt, hier die Aktivierungsenergie erniedrigt wird durch dieses Enzym. Das ist ja auch alles sehr schön, trotzdem liegt das Gleichgewicht natürlich auf der Seite des CO2s. Das heißt, was die FDH jetzt erstmal nur macht, ist Treibstoff in CO2 umwandeln. Das können wir allerdings auch schon ganz gut selber. Andersrum wäre natürlich schön. Wie kann man das machen? Jetzt ist es blöderweise so, dass die FDH eigentlich nicht im Sonnen- oder im Bereich des sichtbaren Lichts absorbiert. Das heißt, wenn ich jetzt Sonnenlicht draufscheinen würde, würde das mehr oder weniger durchgehen und es würde nicht zu einer Aktivierung kommen. Aber es gibt natürlich auch Enzyme, die Natur ist ja klug, die genau diese Funktion haben, die zum Beispiel einen Lichtsammelkomplex besitzen, so heißt das, wie zum Beispiel das Photosystem 1, auch ein Teil des Photosyntheseapparats. Das heißt, hier kann ich jetzt Licht draufscheinen, dann werden eben Elektronen angeregt, also und dann könnte ich eventuell diese Energie übertragen, aber dazu muss ich eben wieder diese Systeme vereinen oder aneinander koppeln. Und das funktioniert eventuell chemisch über solche Ketten, da ich eben diese zwei Enzyme zusammenbringe und dann damit am Ende CO2 zu Treibstoffen umwandle. Was Sie jetzt gesehen haben, sind verschiedene Module, wie wir das nennen. Wir wollen später natürlich immer weitergehen und auch diese Module immer weiter zusammensetzen, immer größere und immer komplexere Systeme, die eben tatsächlich dann, ja, die Funktion einer Zelle vielleicht sogar nachstellen können. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt mit nur ganz wenigen Beispielen ein bisschen zeigen, was wir vorhaben in unserem Cluster. Ich lade Sie ganz herzlich ein, nach der Veranstaltung, draußen haben wir ein paar Poster, noch mit uns zu diskutieren und Fragen zu stellen und sich anzuschauen, was wir noch so alles vorhaben oder wie die weiteren Projekte in unserem Cluster aussehen. Was ich hoffe, ist, dass ich Ihnen zeigen konnte, erstens, dass es unglaublich wichtig ist, an Katalyse zu forschen und Katalyse, wie gesagt, am Ende zu revolutionieren, dass wir das eben versuchen wollen, indem wir komplexe Reaktionsnetzwerke kontrollieren und dass wir denken, dass wir das durch die Vereinigung von chemischen und biologischen Systemen eben am besten hinbekommen können, um dann eben wertvolle, wichtige Produkte für den Menschen auf energieschonender Art und ohne die
Emission von Treibhausgasen oder die Produktion von Abfall herzustellen. Und das ist das, was wir am Ende natürlich grüne Chemie nennen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.